Anfang der 2000er Jahre hatte die Stadt Jena mit Abwanderungen und erheblichem Wohnungsleerstand zu kämpfen. Vor diesem Hintergrund nahm im Jahr 2002 die AG Wohnungswirtschaft ihre Arbeit auf und berät seitdem sowohl die Stadtverwaltung als auch die Wohnungsunternehmen bei der Entwicklung des Jenaer Wohnungsmarktes. Und der hat sich, wie wir alle wissen, in den letzten 10 Jahren grundlegend verändert. Mit einem aktuellen Wohnungsleerstand von etwa 1% und Mietpreisen, die auch im bundesdeutschen Vergleich weit oben liegen, darf man den Jenaer Wohnungsmarkt mit Fug und Recht als gesättigt bezeichnen. Der Grund dafür ist die positive Bevölkerungsentwicklung der Saalestadt. Mehr Geburten als Sterbefälle und die stetige Zuwanderung sorgen für eine immer höhere Nachfrage nach neuem und bezahlbarem Wohnraum. Zu allem Überfluss steigt die Anzahl der Haushalte auch noch stärker als die Anzahl der Einwohner. Diesen Trend bestätigt auch die aktuelle Analyse des Jenaer Wohnungsmarktes. Einmal pro Jahr gibt die AG Wohnungswirtschaft ein solches Monitoring in Auftrag, um die Wohnungsunternehmen und die Stadtverwaltung bei der Entwicklung des Wohnungsmarktes unterstützen zu können. Es geht darum, ein differenziertes Bild darüber abzugeben, was auf dem Wohnungsmarkt in Jena wirklich was möglich ist. Eine Analyse nur über die Frage einer Leerstandsquote ist in meinen Augen zu kurz gesprungen. Wir haben eine hohe Fluktuation auf dem Jenaer Wohnungsmarkt. Über 8000 Wohnungen werden jedes Jahr frei und glücklicherweise kommen sie wieder in die Vermietung. Das ist also ein deutliches Indiz dafür, dass die Dynamik auf dem Wohnungsmarkt deutlich größer ist, als man so gemeinhin glaubt. Auch bei den Wohnungsunternehmen spürt man natürlich die große Nachfrage. Bei der WG Carl Zeiss etwa stehen aktuell 1200 Interessenten auf den Wartelisten für eine der 6500 Wohnungen. Und auch für die 14.000 Wohnungen der Jena Wohnen GmbH gibt es mehr als genug Interessenten. 200 Anmeldungen gibt es bereits für die 100 Wohnungen, die bis 2016 am Friedensberg entstehen sollen. Und auch beim preisgekrönten Passivhaus von Jena Wohnen war die Nachfrage enorm. 100 Interessenten meldeten sich für eine der 12 Wohnungen an. Der größte Bedarf besteht in Jena allerdings an kleinen Wohnungen im unteren und mittleren Preissegment. Fündig werden die Wohnungssuchenden, wenn überhaupt, dann meist in den großen Quartieren in Lobeda und Winsala. Gerade die organisierte Wohnungswirtschaft, die 25.000 Wohnungen hat in Jena, hat ihren großen Schwerpunkt in dem Bereich 4,50 Euro, 5,50 Euro und sehr wenig oben. Der private Altbau in zentralen guten Wohnlagen ist wesentlich teurer. Das ist natürlich ein Stückchen soziale Entmischung, die da entsteht, muss man ehrlich so sagen. Wer kann sich das leisten, wer kann sich das andere leisten? Aber die Bewohnerbefragung hat schon gezeigt, von der Mietbelastungsfähigkeit und ob die Leute das so empfinden, das ist angemessen, ist das im Großen und Ganzen richtig. Es gibt Problemgruppen, das sind Studenten am Anfang des Semesters, Alleinerziehende mit sehr geringen Einkommen. Da ist das zentrale Thema, den preiswerten Bestand zu erhalten. Was den Wohnungsneubau angeht, hat sich die Stadt Jena schon vor 2 Jahren positioniert. Ein entsprechender Stadtratsbeschluss sieht vor, bis zum Jahr 2015 insgesamt 1500 neue Wohnungen zu bauen. Dass diese Neubauten die angespannte Situation auf dem Jenaer Wohnungsmarkt spürbar entlasten können, darf allerdings bezweifelt werden. Denn die Saalestadt ist schon jetzt beim Wohnungsneubau Spitzenreiter in Thüringen. Das gilt allerdings auch für die Mieten, die bis zu 35% über dem Landesdurchschnitt liegen. Die berechtigte Frage, ob diese Preise schon Wucher sind, könnte noch in diesem Sommer beantwortet werden. Dann soll der erste qualifizierte Mietspiegel für Jena vorliegen.